Nudeln gab's heute in Gröpelingen bei den Hawks. Nudeln mit etwas Speckresten. Irmtraut Hauk lebt hier mit ihrem 8-jährigen Sohn Thorsten mit ihrer 17-jährigen Tochter. Angewiesen auf die immer mehr zusammengestrichene Sozialhilfe. Die Tochter, sie wollte nicht mit ins Fernsehen, denn wenn die Bekannten mich da sehen als Sozialhilfeempfänger, dann bin ich weg vom Fenster. Wie viel Geld haben Sie denn nun ganz konkret jeden Monat für sich und Ihre Kinder zur Verfügung? 962 Mark und 70 Pfennig. Davon gehen an Festkosten 285 Mark und 30 ab. Und das, den Rest auf die Woche umgerechnet, habe ich dann noch 167 Mark. Einmal genug Geld zum Leben haben. Kinderillusion. Für Thorsten gibt's nicht, was andere Kinder wollen, was die meisten haben. Comics, Kaugummi, Klamotten. 36 Mark 13 Kleidergeld bewilligt das Sozialamt ihm. Also Monatsende, die letzten 8 Tage sind die schlimmsten. Denn da weiß ich oftmals nicht, was ich auf den Tisch bringen soll. Da muss ich das Brot einteilen, scheibenweise, mit jedem nur zum Frühstück eine Scheibe Brot. Mein Sohn kriegt dann zum Beispiel auch nichts mit in die Schule, weil eben einfach nichts mehr da ist. Der regelmäßige Einkauf wird zur Tortur. Denn bei allem Schönen, bei allem, was den Kindern und ihr ein wenig Freude macht, guckt sie lieber weg. Alles vorher genau ausgerechnet, für Lebensmittel, für Milch und Brot kann Irmtraut Hauk pro Woche rund 70 Mark ausgeben. Mehr bleibt nicht über, um 2 heranwachsende Kinder und einen Erwachsenen zu ernähren. 75 Mark, so viel bleibt von der Sozialhilfe. Erst arbeitslos, dann schließlich Sozialhilfeempfänger. Tausende in Bremen treten inzwischen regelmäßig ihren Gang zum Sozialamt wie Irmtraut Hauk an. Müssen um ihr Geld bitten und manchmal betteln, wie sie selbst es empfinden.